Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Bergsteigerfahrrad. Sie sind nur noch ein paar Schritte von Ihrer ersten Fahrt entfernt. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Montage des Vorderrades, des Lenkers, des Sattels und der Pedale sowie das Befüllen der Reifen. Öffnen Sie den Karton vorsichtig, sodass er nicht beschädigt wird. Entfernen Sie die Tackerklammern und entsorgen Sie diese. Wir empfehlen Ihnen, die Verpackungsmaterialien aufzubewahren, um diese beim möglichen Weiterversand wiederverwenden zu können. Entfernen Sie den Transportschutz an den Achsen sowie die Kabelbinder. Diese lassen sich am einfachsten mit einer Kneifzange lösen. Zur Montage Ihres Bergsteigerfahrrads benötigen Sie nur Werkzeuge, die Sie in Ihrem Haushalt finden können. Beginnen wir mit der Montage des Vorderrades. Ihr Fahrrad ist entweder mit einer Vollachse oder Schnellspannachse ausgestattet. Laufräder mit Vollachse werden mit einer Mutter oder Hutmutter in der Gabel und am Hinterbau des Rahmens montiert. Ist eine Schnellspannachse verbaut, werden die Laufräder mit einem Schnellspanner fixiert. Wir zeigen Ihnen die Montage beider Varianten, beginnend mit der Vollachse. Ist Ihr Fahrrad mit einer V-Bremse ausgestattet, kann zuerst etwas Luft entlassen werden, damit sich der Reifen durch die Bremsarme hindurchstecken lässt. Sollte das nicht reichen, kann die Bremse ausgehängt werden. Sofern eine Scheibenbremse montiert ist, muss die Transportsicherung im Bremssattel entfernt werden. Setzen Sie nun das Rad ein. Beachten Sie dabei eine eventuell auf dem Reifen eingeprägte Laufrichtung. Lösen Sie die Achsmuttern so weit wie möglich und setzen Sie die Halternasen in die Achse ein. Ziehen Sie nun die Achsmuttern wieder fest und hängen Sie die Bremse, falls nötig, wieder ein. Ist Ihr Fahrrad mit einer Schnellspannachse ausgestattet, nehmen Sie diese zur Hand. Entfernen Sie die Stellmutter der Achse und die erste Spiralfeder. Schieben Sie die Achse mit dem Hebel an der rechten Seite durch das Laufrad. Achten Sie darauf, dass sich die breiten Enden der Spiralfeder außen befinden. Ist eine V-Bremse verbaut, kann wieder zuerst etwas Luft aus dem Reifen gelassen werden. Sollte das nicht reichen, muss die Bremse ausgehängt werden. Sofern eine Scheibenbremse montiert ist, muss die Transportsicherung entfernt werden. Setzen Sie nun das Rad ein, beachten Sie dabei wieder die Laufrichtung und ziehen Sie dann den Schnellspanner an. Montieren Sie nun den Lenker. Ihr Fahrrad ist entweder mit einem Konusvorbau oder einem A-Head-Vorbau ausgestattet. Für die Montage des Konusvorbaus lösen Sie die Inbusschraube so weit, dass der Vorbau in das Gabelrohr eingeführt werden kann. Stellen Sie den Vorbau in der Höhe individuell ein. Richten Sie ihn gerade aus und ziehen Sie die Inbusschraube wieder an. Lösen Sie nun die Klemmschrauben des Lenkers. Wählen Sie Ihre gewünschte Neigung und ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Der A-Head-Vorbau wird mittels der beiden Klemmschrauben am Gabelschaft montiert und zentral ausgerichtet. Um den Lenker auf dem Vorbau zu montieren, entfernen Sie die Schrauben der Vorbauklemmung. Setzen Sie den Lenker ein, wählen Sie Ihre gewünschte Neigung, zentrieren Sie den Lenker und ziehen Sie die Schrauben vorsichtig über Kreuz wieder an. Montieren Sie nun den Sattel. Bei den meisten Fahrradmodellen wird der Sattel bereits mit montierter Sattelstütze angeliefert. Ist dies nicht der Fall, muss die Sattelstütze zuerst am Sattel angeschraubt werden. Modellabhängig ist bei Bergsteigerfahrrädern entweder eine Sattelklemmschraube oder ein Schnellspannverschluss auf dem Sitzrohr verbaut. Lösen Sie die Sattelklemmschraube oder öffnen Sie den Schnellspannverschluss. Schieben Sie den Sattel mit der Sattelstange über die Markierung hinaus in das Sitzrohr ein und fixieren Sie die Sattelklemmschraube oder schließen Sie den Schnellspannverschluss wieder. Wenn sich der Hebel nicht oder zu leicht spannen lässt, können Sie mit der Rändelmutter nachjustieren, sodass sich der Schnellspannverschluss mit Kraft schließen lässt und das Sattelrohr sichert. Um die Sattelneigung einzustellen, lösen Sie den Klemmbolzen und ändern Sie die Position in Fahrtrichtung. Montieren Sie nun die Pedale. Die Pedalmarkierungen sind immer vorne eingestanzt. Schrauben Sie das rechte Pedal in Fahrtrichtung rechts im Uhrzeigersinn und das linke Pedal auf der gegenüberliegenden Seite entgegen dem Uhrzeigersinn an.
Kontrollieren Sie den Reifendruck und passen Sie ihn eventuell an. Wir verbauen bei fast allen Modellen gängige Autoventile, sogenannte Schraderventile. Den minimalen und maximalen Reifendruck können Sie vom Aufdruck auf der Reifenflanke ablesen. Dieser ist in Bar oder PSI angegeben. Die meisten Fahrradpumpen mit eingebautem Manometer verfügen über beide Skalen. Je nach Modell und Ausstattung müssen eventuell noch weitere Bauteile wie ein Fahrradkorb oder Schutzbleche montiert werden. Die individuellen Montageschritte zu Ihrem Bergsteiger-Fahrradmodell liegen in gedruckter Form dem Paket bei oder können unter bergsteiger-fahrrad.de/support heruntergeladen werden. Eine Feinjustierung sollte erst nach 300 bis 500 Kilometern erfolgen, da sich bei jedem neuen Fahrrad bestimmte Bauteile wie Felgen oder Baudenzüge erst nach der Einfahrphase setzen. Die Endmontage Ihres Rades ist sehr einfach. Sollte es dennoch Probleme geben, steht Ihnen unser freundlicher Kundenservice immer gerne zur Verfügung. Wenn Sie Ihr Bergsteigerfahrrad vor Diebstahl schützen oder für die Dunkelheit rüsten möchten, werfen Sie einen Blick auf das Bergsteiger-Fahrradzubehör unter bergsteiger-fahrrad.de/zubehör. Eine sichere Fahrt und viel Spaß mit Ihrem neuen Bergsteigerfahrrad wünscht Bergsteiger. Fahrräder, die bewegen.